Hallo und schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Alltags-Uni-Vlog von mir. Es ist Montag und damit ja auch irgendwie der perfekte Tag, um einen neuen Vlog zu starten. Es ist 9.20 Uhr, ich bin schon seit 7.30 Uhr wach. Ich weiß nicht, warum ich so motiviert bin, aber ich nutze es einfach aus, weil ich merke halt einfach, dass ich durch Uni so wenig Zeit nur noch gehabt habe, irgendwie die ganze Zeit. Und dann dachte ich mir irgendwie, okay, dann stehe ich einfach früher auf. Und habe dann mehr Zeit, wisst ihr? Also dann, ich habe jetzt wirklich meine gesamte Wohnung aufgeräumt und geputzt, abgewaschen, Bett neu bezogen, einfach clean gemacht, was ich sonst hätte heute Nachmittag machen müssen. Und so habe ich heute Nachmittag Zeit für Sport, kann meine Uni nochmal fix machen. Und deswegen mache ich das einfach und stehe jetzt irgendwie immer so früh auf, was mich nicht stört, weil ich jetzt irgendwie so in diesem Rhythmus drin bin, dass ich das irgendwie hinkriege. Heute ist Uni-Day. Ich werde aber nur zu zwei Veranstaltungen hingehen, habe ich beschlossen, weil ich gemerkt habe, dass mir dieses Tutorium nicht so viel irgendwie bringt. Deswegen habe ich von 10 bis 14 Uhr Uni nur heute, was sehr entspannt ist. Und heute Abend gehe ich zum Sport und dazwischen lungere ich hier ein bisschen rum, koche mir Essen, mache Uni, so ein Stuff, ne? Und ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit. Ich bin irgendwie dann jetzt doch ein bisschen später dran, als ich eigentlich wollte. Aber wir schaffen das trotzdem. Und ich trinke of course wieder meinen Ingwer-Shot. Auch wenn ich es wirklich nicht so geil finde, aber wir ziehen das jetzt durch. Cheers. Oh. Ich habe heute aber in der Uni ein richtig interessantes Seminar. Das hatte ich letzte Woche zum ersten Mal. Das heißt Emotionen und Affekte in Erziehung und Bildung. Und es ist wirklich richtig toll. Also jetzt die erste Stunde war total interessant. Ich muss den Prof noch ein bisschen einschätzen lernen. Der impresst mich einfach total, weil der so super schlau ist. Ja. Und dann habe ich heute noch eine Vorlesung zur Erwachsenenbildung, lebenslanges Lernen. Ich muss sagen, ich finde es auch interessanter, als ich gedacht habe. Aber es ist leider jetzt wirklich nicht mein Favorite. Ja. Ich bin jetzt gerade aus der Uni wiedergekommen. Ich mache nachher nochmal kurz das Uni-Update. Auf jeden Fall versuche ich gerade mit so einem Set von Amazon. Und jetzt hier große Sache, nicht nachmachen, ich will für nichts garantieren, das ist meine eigene Verantwortung, mir Tooth Gems aufzukleben. We try. Ich will gerne hier und hier. Ganz kleine. Ich hatte mir ja Anfang des Jahres, ich glaube im Mai oder so, auf diesem hier zwei machen lassen, aber die waren leider viel zu groß und ja, ich habe das nicht so gefühlt, weil die halt einfach so groß waren. An sich finde ich aber Tooth Gems total cool, solange die halt zu mir passen und jetzt halt nicht so irgendwie zu groß und zu doll sind. Deswegen war es mir wichtig, dass ich kleine mache. Ich hoffe, das hält jetzt auch mit diesem Kit. Das war ein bisschen sass alles, muss ich ehrlich sagen, aber scheiß drauf. Glow-up-wise, ne? Ich werde jetzt das Nano-Lash Lash-Serum testen, nachdem ich ja Anfang des Jahres vergeblich Lash-Cocaine probiert habe, aber ich habe miese Augenringe davon bekommen. Und deswegen werde ich jetzt Nano-Lash probieren, weil das viele Freunde von mir benutzen und die kranke Wimpern haben. Probiere ich und ich halte euch auf dem Laufenden, ob sich das Geld lohnt, weil es ist 40 Euro teuer. Ich habe mir gerade eine kleine Bowl gemacht mit Glasnudeln, Salat, Avocado, Gurke, Möhre, Lauchzwiebeln und Tofu. Ist ganz geil. Also alles das, was ich eigentlich so in so eine Sommerrolle gepackt hätte, habe ich jetzt einfach in eine Bowl gemacht, weil ich einfach zu faul war. Aber es schmeckt trotzdem sehr gut. Und ich werde das jetzt fix essen und mich dann an Uni ransetzen müssen, leider. Ich habe gar keinen Bock. Ich habe keine Lust. Aber ich muss. Und das ist der Plan. Heute ist es 17.30 Uhr und ich muss mich jetzt ganz fix auf den Weg machen zum Sport. Ich gehe jetzt nämlich noch cyclen. Das habe ich mir tatsächlich recht spontan gestern Abend gebucht. Habe ich aber auch Bock drauf. Es hat ein neues Studio in der Schönhauser Allee aufgemacht. Ist auch echt geil. Und da steppe ich jetzt hin. Das ist auch von einem meiner liebsten Trainer eine Stunde. Ich bin mit Uni echt gut vorangekommen. Mache nachher aber, glaube ich, noch ein bisschen weiter. Aber auch nicht mehr so viel. Leute, ich bin wieder da. Vom Cyclen. Ich habe Paket mitgebracht, weil ich ein Konsumopfer bin. Cyclen war so geil. Und ich sag ehrlich, es lohnt sich auch wirklich immer, zu diesen Trainern zu gehen, die ich halt geil finde, weil es dann auch einfach immer geil ist.
Hat das Sinn gemacht? Nicht wirklich, ne? Ich bin sehr stolz auf mich tatsächlich, muss ich sagen. Ich bin sehr happy gerade irgendwie, dass ich so durchziehe. Also ich stehe früh auf, ich gehe zum Sport, ich schaffe mein Uni-Stuff. Das ist doch toll, oder? Eigenlob stinkt, ich weiß, aber ich sag's trotzdem jetzt mal. Anyways, ist eine Stradivarius-Bestellung angekommen. Da habe ich mich zu 100 Millionen % von Emma influenzen lassen. Ich habe mir nämlich so Strickjacken-Pullover bestellt. In zwei Farben. Einmal in Grau und einmal in Beige. Good morning, Leute. Ich bin wieder seit 7.30 Uhr wach heute, weil ja heute Morgen der Handwerker kam, wie auch immer. Er ist gerade auf jeden Fall gegangen und hat aber seine Sachen hier gelassen. Ich weiß noch nicht ganz, was das bedeutet, aber ich sitze die ganze Zeit dann einfach cringe in meiner Küche und mache Uni. Ich möchte mich nicht hier hinsetzen und dem so über die Schulter gucken. Andererseits will ich dem ja auch nicht weird die ganze Zeit irgendwie ausweichen oder so. Ja, es ist ein bisschen kompliziert. Also ich weiß immer nicht, was ich machen soll. Ich bin so unbeholfen. Dann fragt er mich irgendwelche Sachen über die Heizung und ich habe doch keine Ahnung. Das ist übrigens hier die Stradivarius-Jacke, die gestern angekommen ist. Finde ich echt ganz süß. Ja, ich bin mal gespannt, wie lange er dann hier noch braucht, weil ich habe halt in einer Stunde Uni. Ansonsten muss ich leider die Uni ausfallen lassen. Nee, was natürlich wirklich blöd ist, aber kann ich ja dann nicht ändern. Oh, ich bin auch so müde, aber egal. Okay, Leute, der war jetzt wirklich 3 Stunden da. Es ist jetzt um 11. Ich konnte nicht zur Uni gehen. Ich konnte for real nicht zur Uni gehen. Also, ich habe es mir ein bisschen gewünscht, aber ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich so wird. Es ist jetzt ein bisschen ärgerlich, aber ich habe in der Zeit, saß ich auf dem Küchenboden und habe mies viel Uni einfach gemacht. Deswegen war das eigentlich auch eine sehr produktive Zeit. Heute Nachmittag machen wir was Kleines Besonderes für den Podcast. Und deswegen muss ich mich dann mies schön machen. Ich gehe dann nochmal Haare waschen, gehe mich duschen und so weiter. Und bis dann mache ich jetzt auch nochmal ein bisschen Uni. Dass ich einfach so für diese Woche so ready bin, dass ich dann morgen und übermorgen habe ich ja frei, dass ich da vielleicht dann auch so ein bisschen chillen kann und mal nicht nur Uni machen muss. Das fände ich ganz toll. So, ich habe mich jetzt gerade mal ein bisschen ready gemacht. Meine Haare mal wieder ein bisschen gestylt. Mascara drauf. Das ist ja für mich auch nicht immer so. Und ja, bin jetzt ready. Ich mache mich jetzt los zu So-So, wo wir dann was Geheimes machen, was ihr aber eigentlich recht schnell dann schon wieder sehen und mitbekommen werdet. Und dann verbringe ich den Nachmittag mit den Mädels und ich freue mich total. Ein bisschen Quality Time mit den Besten. Ich bin jetzt wieder da. Ich sehe wirklich sichtlich mitgenommen aus vom Tag. Es war echt super, super schön. Ich bin ganz, ganz doll gespannt, was ihr zu dem sagt, was wir heute Nachmittag gemacht haben. Wir geben euch da auf jeden Fall rechtzeitig Bescheid. Ihr könnt es euch ja vielleicht ein bisschen denken, aber wir spoilen es noch nicht. Anyways, ich bin super gespannt, was dabei rauskommt und wie das so wird. Ja, ich schminke mich jetzt ab. Es ist 20.30 Uhr, also noch echt eigentlich recht früh, aber ich glaube, ich mache mich jetzt trotzdem Bett fertig und chill mich einfach ins Bett und gucke ein bisschen Serie, was ich die letzten Tage wirklich so wenig gemacht habe. Ich habe ja wirklich immer noch bis abends irgendwie Uni gemacht und so und das ja, lasse ich heute einfach mal sein, weil ich einfach schon auch alles fertig habe irgendwie. Und ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich momentan richtig gut wieder. Also ich bin nicht so mit mir so zu 100% glücklich. Ich glaube, das ist man ja nie. Man wird immer irgendwie an einen weiterarbeiten und weiter Sachen haben, die einen irgendwie stören und ne? Aber ich muss sagen, ich bin richtig, muss ich wirklich sagen, stolz auf mich, dass ich jetzt die letzte Zeit so ein bisschen was dafür getan habe, damit ich mich besser fühle. Also, was ich ja in meinem letzten Video gezeigt habe mit Nägel machen, Friseur, keine Ahnung, jetzt hier so diese 2 Tooth Gems oder keine Ahnung. Ich habe mir jetzt auch neue Poster für meine Wohnung bestellt. Die kommen morgen an, das heißt, ihr seht die dann im nächsten Video. Schaltet auf jeden Fall ein, um nichts zu verpassen. Ich ziehe mit Sport durch, ich ziehe mit Uni durch. Irgendwie fühle ich mich gerade wirklich sehr so that girl. Also einfach meine Art von that girl. Ich bin jetzt nicht die cleaneste Person ever. Ich bin keine Kendall Jenner oder kein Smoothie Girl oder so, aber ich versuche wirklich mein Bestes, um einfach das Beste aus meinem Leben gerade rauszuholen, irgendwie Uni und Alltag unter einen Hut zu kriegen, mich wohl zu fühlen, mich gut zu fühlen und ich glaube, ich kriege das gerade irgendwie ganz gut hin, auch wenn die Anfangszeit von der Uni wirklich unfassbar überfordernd war oder auch immer noch ist. Man pegelt sich halt ein so und an den Stellen merke ich dann eben auch, dass so mein Glück oder so, keine Ahnung, wirklich nicht
auch einfach so durch Warten oder einfach so kommt, sondern dass ich wirklich auch aktiv was dafür machen kann. Ich glaube, vieles passiert auch spontan und ganz toll und kommt mal so spontan um die Ecke. Aber so mein Besserfühlen jetzt, da war ich jetzt irgendwie so sehr viel selbstverantwortlich einfach, was mit leichten und einfachen Schritten irgendwie ging. Es gilt jetzt, es so aufrecht zu erhalten und weiterhin so gut hinzukriegen. Spätestens, wenn ich meine Tage bekomme, bin ich sowieso wieder down für ein paar Tage. Ja, aber irgendwie freue ich mich gerade voll, dass ich das so schaffe und so konsequent bin, weil Konsequenz war für mich nicht immer so leicht. Wirklich einer der Gründe, warum ich es nicht mag, Mascara zu tragen, ist, die wieder abzukriegen. Ich hasse es. Es dauert immer so ewig, bis wirklich alles runter ist. Vielleicht kann ich euch ja auch mit dieser Art von Videos, wo ich eben so offen über meine Probleme rede, über das rede, was ich so dann mache, wenn ich mich so oder so fühle, wie jetzt eben so zum Beispiel so ein Glow-Up, dass ich euch damit vielleicht auch so ein bisschen motivieren kann, wenn ich sogar helfen kann, euch vielleicht auch mal aufzuraffen, euch was zu trauen oder auszubrechen aus so Komfortzonen irgendwie und aktiv mal so zu realisieren, so okay, ich kann halt auch for real selber was machen und das ist nicht immer alles nur von anderen abhängig. Vieles ja, man braucht natürlich auch, und darüber haben wir in unserer letzten Podcast-Folge auch geredet, Soso und ich, hört mal rein. Es ist halt auch irgendwie so traurig, dass halt so viel von so materialistischen, mit Geld zusammenhängenden Sachen zu tun hat, dass ich mich jetzt zum Beispiel besser gefühlt habe. Also, weiß ich nicht, ich habe für meine Frisur Geld bezahlt, ich habe für meine Nägel Geld bezahlt, ne, ich habe für meine Zähne Geld bezahlt, man bezahlt ja für alles irgendwie einfach Geld und das ist natürlich irgendwie traurig, aber irgendwie macht es auch so ein bisschen glücklich. Ich wünschte natürlich, ich könnte sagen, nein, ich bin mit mir selber glücklich, egal wie ich aussehe und wie ich bin, aber ich muss ehrlich sagen, dass es sehr viel ausmacht, wie meine Haare liegen, was für Klamotten ich anhabe, wie ich mich in meinem Körper fühle oder so. Es ist leider sehr abhängig von sowas. I wish, dass es nicht so wäre. Und ich sag's jetzt, weil es einfach wichtig ist, das dazu zu sagen, dass sowas natürlich nicht nur optisch und äußerlich bedingt ist, dass man sich besser fühlt. Vor allem, wenn man langfristig weiterdenkt, ist es total wichtig, dass man eben aktiv auch über die eigentlichen Gedanken und Gefühle wirklich nachdenkt und versucht zu schauen, wo sie herkommen und wie ich die beheben kann, weil so besser sitzende Haare oder lange Nägel machen jetzt nicht meine grundlegenden Selbstbewusstseinsgedanken irgendwie wett. Also das ist halt auch nicht der Fall. Deswegen damit auseinandersetzen muss man sich auch unbedingt, vor allem eben langfristig. Und so doll ich auch irgendwie daran glaube, dass ich sage, okay, wenn ich abnehme, wenn ich schlanker bin, dann ist mein Leben gut, dann fühle ich mich gut, dann bin ich happy, dann sind alle meine Probleme gelöst. Toxic Gedankentrade. I wish, dass ich den nicht hätte, weil es, glaube ich, wirklich einfach Quatsch ist, glaube ich. Weil wann kommt der Punkt, wo man sagt, so okay, ich bin jetzt okay, so wie ich bin und ich höre jetzt auf, mir Sorgen zu machen. So, kommt der? I don't know. Ich benutze jetzt nochmal dieses Reinigungsgel von Avene, was ich sehr, sehr gerne mag, damit auch wirklich die Poren auch frei werden. Dann benutze ich wieder meine Eye Cream von Biotherm. Ich liebe einfach Eye Cream. Mir ist es eigentlich recht egal, von welcher Marke. Ich finde, die benutze ich jetzt schon echt lang. Hält gut, finde ich super, fühlt sich gut an. Top. Und dann das Comedomate von Avène. Anyways, schreibt gerne mal eure Erfahrungen zu diesem ganzen Glow-Up-Thema auch in die Kommentare. Ich glaube, wir können uns da gegenseitig total helfen und vielleicht irgendwie Routinen oder bestimmte Aspekte des Lebens teilen, die uns total geholfen haben, irgendwie uns besser zu fühlen oder so das Beste jetzt vor allem im Winter jetzt aus unserem Leben irgendwie rauszuholen, weil man ja jetzt schon immer, ja, so sehr struggled, vor allem hier in Berlin ist der Winter immer sehr herausfordernd, aber ich bin eigentlich sehr optimistisch, dass ich immer was Gutes wieder daraus machen kann, weil eben für mich Winter und dunkle, graue Zeit ist immer so die Zeit, wo man sich sehr viel mit sich selber beschäftigt irgendwie. Ich persönlich habe dann mehr Lust zum Sport machen oder Tagebuch schreiben, man ist irgendwie mehr in so einem nachdenklichen Mut. Das ist aber leider nicht immer positiv konnotiert, sondern auch viel negativ, dass man sich eben zu viele blöde Gedanken macht und man eben durch die fehlende Sonne und so natürlich auch nicht so richtig irgendwie da rauskommt. Deswegen teilt gerne eure Erfahrungen unten in den Kommentaren. Wir sehen uns im nächsten Video. Schaltet auf jeden Fall ein, wenn ihr mein kleines Room Makeover sehen wollt. Ich freue mich nämlich sehr auf die neuen Poster. Das ist jetzt ein bisschen anderer Vibe wieder. Ich komme ja jetzt offiziell Taylor Swift wise in meine Reputation Era. Ich fühle mich auch so ein bisschen so, jetzt so ein bisschen Personality change to more confident und bisschen, so fühle ich mich momentan, weil ich höre halt jedes Album gerade so durch. Ich bin jetzt von Folklore zu Reputation gegangen. Ich liebe Folklore.
finde es ganz toll. Ich baller mir dann immer Reputation, wenn ich vorm Sport bin, über die Straßen da laufe. Dann immer, are you ready for it? Und das macht ganz viel mit meinem Kopf. Das motiviert mich und ich fühle mich so bad girl. Oh Gott, ich habe was vergessen, Leute. Nano Lash. Trage ich auch. Habe ich gestern zum ersten Mal aufgetragen. Und ich habe mir tatsächlich eingebildet, dass die heute Morgen schon länger waren. Was nicht sein kann. Aber ich habe es mir eingebildet. Ich habe auf jeden Fall auch ein Vorher-Foto gemacht. Das heißt, wir können wirklich vergleichen. So, jetzt wirklich tschüss.